Ich will jetzt nicht sagen, ich habe es aufgegeben, aber es ist krumm und schief, dieses Spiel. Hallo und herzlich willkommen zum Projekt Garderul. Baut einen Shantyard, einen Bahnhof, eine Abstellung, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und das ist das Ergebnis. Ich bin dabei geblieben, dass ich mit den 90-Grad-Winkeln den Abstand gemessen habe. Habe dann immer so halbwegs, das habe ich dann von Hand gemacht. Das waren dann immer irgendwie zwischen 11,5 und 10,5 Metern. Das waren immer irgendwie unterschiedliche Abstände. Ich weiß bis jetzt noch nicht, warum das so ist. Aber ja, es wird mal wieder Zeit, dass wir Eisenbahn fahren. Dafür ist das Spiel nämlich eigentlich gedacht. Und deswegen kurz zur Erinnerung, was denn bis jetzt geschehen war. Wir hatten begonnen, das Eisenwerk sozusagen zu befüllen. Und ich habe gelernt, in Derail Valley, man sollte immer das Durchfahrtsgleis passend stellen, aber wir wollen ja hier einen ersten Zug schon abstellen. Und zwar den mit den Schüttgutwagen. Überlege ich gerade, wir könnten den einfach hier auf eines der Gleise schon mal reinparken. Ich würde sagen, direkt auf das zweite neben dem Durchfahrtsgleis. Das wäre dann hier. Und ihr seht, was im Patch noch alles verändert wurde. Es gibt also immer so ein bisschen so ein paar Anfasser jetzt mehr, dass man so ein bisschen mehr Dinge auch sehen kann. Finde ich eigentlich ganz gut. So, hier ist ja die Rückfallweiche drin. Das geht ja alles. Ja, dann laufen wir mal eben rüber zum Eisenverarbeitungswerk. Da haben wir nämlich die gute Lok stehen. Ich weiß gar nicht, welche. Und ich muss sagen, ohne Extended ist es ein bisschen sehr langsam. Ich mach mal kurz hier einen Schnitt. Ne? Oder so. Und da ist auch schon unser, ja, eigentlich schon relativ langer Zug mit der dicken, fetten Nummer 4. Nummer 4 war hier. Dieser Scheinwerfer, ne? Ich hab's doch gesagt. Das kann doch gar nicht gut gehen. Ja. Gut. Wir müssen erstmal eine Runde anfeuern. Okay. Ja, also die Wagen würde ich dann gerne als erstes, so die Waggons würde ich dann als erstes abstellen. Denn ja, was wir als nächstes brauchen, sind, glaube ich, die Flat Cars Tier 2, also die Flat 2s. Denn wir müssen Stahl holen beim Stahlwerk. Also Roheisen vielmehr, nicht Stahl. Roheisen ist ja nicht gleich Stahl. Und Bauholz. Das brauchen wir auch. Gut. Jetzt bin ich so ein bisschen in diesem Derail Valley drin, Ding drin. Da sind mir ja so viele Sachen, sind mir da schief gelaufen. Und ich habe jetzt immer Angst, dass ich das hier vergesse. Aber hier gibt es diese Sachen ja gar nicht, ne? Und ich muss auch eigentlich sagen, ich liebe ja diese ganzen Eisenbahnsimulationen. Deswegen freue ich mich, dass die bei dir genauso gut ankommen wie bei mir. Aufheben? Keine Ahnung, was damit gemeint ist. So, ja gut, dann glaube ich, können wir so langsam aber sicher mal versuchen, hier loszufahren. So, genau. Da sind wir. Ich frage mich auch, ob wir, ja, wir sollten vielleicht die anderen Züge dann hier hinbringen, aber erstmal den hier aus dem Weg, weil der würde jetzt im Weg stehen, wenn wir mit dem anderen hier angefahren kommen. Bremse los! Oh, die Arme. Okay. Dann schauen wir mal, ob ich nicht irgendwas vergessen habe, aber es setzt sich alles in Bewegung. Das sieht schon mal gut aus. Und ja, eine der Sachen, die ich immer wieder gefragt wurde in den Kommentaren, Garderul, wo siehst du denn die Geschwindigkeit? Wir sehen die nicht. Ja, ihr habt nicht hingeguckt. Guck mal hier, da steht sie doch. Hä? Habt ihr denn da nicht richtig geguckt? Sorry. So, das heißt, sehr schöne Erweiterung. Es könnte natürlich sein, dass der eine oder andere von euch jetzt sagt, da musste ich kurz genossen, dass einer von euch sagt jetzt, ja, das nimmt mir aber so ein bisschen die Immersion. Kann ich auch verstehen. Guck mal, da stehe ich drin. Ein Arm aus dem Fenster. Fehlt nur hier oben der Fuchsschwanz drauf und tiefer gelegte Reifen. Und rote Streifen an der Garagenwand. Dann ist alles perfekt. Gut, Boomer-Generation, den Humor müsst ihr nicht verstehen. Wir hatten früher kein TikTok, wir hatten Witze. Also quasi das Gleiche. So, dann wollen wir mal. Gucken wir mal, was hier passiert.
Und dann bin ich auch mal gespannt, ob sich das auch wirklich lohnt. Wir mussten ja jetzt richtig viel machen und ich finde es auch immer sehr schön. Ne? Wir haben immer mehr, eine immer höhere Tiefe jetzt in der Produktion drin. Wir kriegen ja die Stahlrohre, da hinten die Werkzeugkisten, da müssen wir wieder eine Strecke bauen. Das Schöne ist, wir haben das ja schon vorgesehen, dass die Strecke hier weitergehen kann zum Ölfeld und dann werden wir irgendwie durch das Öl steinreich. Aber ich glaube, wir werden nichts, wenn wir weiterhin so kurze Züge einsetzen. Ne? Also da wird, die Doppeltraktion muss kommen, es müssen auch die dickeren Loks kommen, mehr Wagen, das ist so ein bisschen, was ich jetzt gerne noch, sag mal, als versöhnlichen zweiten Teil dieser Staffel euch anbieten würde. Wir haben natürlich jetzt sehr viel gebastelt und überlegt und es ist nicht immer gelungen, aber wir haben uns auch ein bisschen unterhalten, das fand ich auch schön. Ja, und jetzt geht's wieder an die Arbeit. Ja, wenn man, wer quatschen kann, kann auch arbeiten. Das ist wohl so. Wir müssen übrigens immer noch unsere Strategie überlegen, wie wir an der Strecke auch die Loks dann immer versorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gegenwärtigen sehr überschaubaren Anforderungen an Verbrauchsmaterialien von den Loks und so, dass das so bleiben wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da jede Menge mehr noch kommt. Das glaube ich auf jeden Fall. So. Das ist so schön. Eisenbahn spielen. Ich muss es einfach nochmal wieder sagen. Das ist immer so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich sag das immer wieder, ein YouTuber, der, weiß ich nicht, 2000 Videos zu einem Spiel macht, die intrinsische Motivation, der Spaß, doch dann eher eine andere Motivation weicht. Ich habe auch überlegt, ob wir das, wenn wir das hier fertig gebaut haben, ob wir dann die Bäume repopulaten. Was haltet ihr davon? Das ist doch ein bisschen kahl so. Gut, wir haben ja noch viel zu bauen. Ne? Wir müssen noch einen Lokschuppen bauen. Wir müssen beim Lokschuppen, da habe ich übrigens ganz, ganz viel getestet. Hier in dem Bereich habe ich immer was hingebaut und dann nochmal getestet. Und ich war irgendwie nie zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich glaube, ich habe was gefunden, was mir oder uns gefallen könnte. Schauen wir mal. Und jetzt sieht man auch mal die Dimension des Ganzen. Also wir haben ja hier, es ist ja momentan, ist das, was wir hier haben, unser längster Zug, ne? So. Und selbst der sieht hier noch sehr verloren aus. Auf dem, was wir hier gebaut haben. Und ich habe vor allen Dingen auch viel zu viel, gefeuert, ne? Wir müssten ja theoretisch eigentlich die Lok gar nicht so weit aufheizen, wenn wir die ja gar nicht so weit brauchen, ne? Aber wir haben unseren ersten Zug hier in unserem neuen Abstellbahnhof. Die Frage ist jetzt, ob wir diese Lok nehmen oder ob wir mit einer anderen Lok das Holz transportieren. Ich glaube, die Betsy ist gerade vorm Holz und ich würde jetzt ungern mit der Betsy die Stahldinger holen. Wir können aber mal gucken, welche Lok da gerade dran ist. Und dann können wir vielleicht auch nochmal die Betsy hier runterfahren mit... Naja, ich weiß gar nicht, wo die Flatcast 2 rumstehen. Ob die hier oben sind? Hallo? Ach so, genau, wir müssen ja jetzt ja hier, warte mal. Ah, das müssen wir auch noch testen, Leute, guck mal. Station. Crossing. Rail Crossing Road. Das ist nicht das, was ich dachte. Railway Crossing, das wäre schon eher, ne? Mal look out for the cars? Hm. Auch nicht. Huch. Ja, das ist ja sowieso. Crossing 500 feet. Junction 1 mile. Hier gibt's...
will es einfach mal jetzt testen. Wenn wir es einfach mal hier hinstellen, einfach mal so rein optisch, wenn wir dann hier vorbeifahren. Scott, ist nicht das richtige Schild. Die Abstände habe ich auch wieder unfassbar gut eingeschätzt. Oh Gott. So, ja, wen haben wir denn hier? Hier haben wir nicht die Betsy. So, Flatcast 2 haben wir aber hier. Stattdessen haben wir hier die Glenbrook und Flatcar 2. War richtig, ne? Müssen wir hier meinen Cheat-Sheet wieder rausholen hier. Nicht mein Cheat-Sheet, sondern mein Cheat-Sheet. So, wir brauchen Bauholz. Gut, dann können wir erstmal Bauholz transportieren, ne? Weil ich schon gerade hier sind. Jede Menge viel. Das kommt ja auch auf diese Wagen. So, wo haben wir das denn? Bauholz. Balken sind das, ne? So, das ist Bauholz. Bauholz? Echt jetzt? Das, meine Notizen gleich. Ich traue meine eigenen Notizen nicht hier. Wir gucken mal. Ist ja nichts passiert hier. Also hier haben wir angeliefert. Kohle haben wir schon angeliefert. Roheisen müssen wir holen im Tal. Tatsächlich Bauholz. Okay. Gut. Da ist jetzt das Problem, das lohnt jetzt gar nicht, ne? Wir brauchen... Weil wir haben ja den ganzen Zug und wir brauchen gar nicht so viel. Wir brauchen nur 30 Bauholz auf 40 Roheisen. Ah nee, Bauholz ist ja auch nur 3 pro Wagen, ne? Oh Gott. So, auch hier jetzt gucken ohne Extended. Das ist natürlich jetzt... Wir können schon mal die Lok anfeuern und dann können wir schon mal gucken, ob das hier auf die Wagen drauf passt. So. Dann. Bremsen sind aus. Und dann jetzt hier direkt runter. Oh, da müssen wir jetzt auch die Weichen. Jetzt habe ich gar keinen Gleisplan vor mir und so. Ich fühle mich jetzt schon überfordert. So, Bauholz. Ja, genau, das waren 3. Echt? Nee, 6. Jetzt habe ich den ja 3 eingetragen. Ach nee, der Input war 3. Das Volumen von Wagen sind 6. Oh nee, Leute. Garderobe fängt wieder an zu rechnen. Das will keiner. So. Aber wieso habe ich denn 3 aufgeschrieben? Weil... Ach so, das waren Beams, ne? Bei Beams waren es 3. Balken. Ja, aber insgesamt... Ich meine, das Spiel ist ja sehr einfach gehalten, ne? Und trotzdem macht es so viel Spaß, weil man halt wirklich so dieses Gefühl hat, dass man hier wirklich von Hand auch in das Spiel eingreift und so. Und das finde ich wirklich gut. Ziemlich wirklich gut. So. Da muss ich natürlich meine Berechnungstabelle auch anpassen entsprechend. Na, hallo? Geht nicht? So. Ja, dann müssen wir jetzt... Ha, jetzt muss ich jetzt noch... Dann machen wir erstmal hier die ersten beiden... Wagen. So, Bauholz. Volumen pro Wagen 6. Das täuscht ein bisschen, ne? Vielleicht sogar ein bisschen viel. Aber man kann es ganz gut sehen vorne bei den weichen Dingen. So müsste es gehen, würde ich sagen. So.
So. Ja, ich habe hier wirklich so eine kleine Berechnungstabelle gebastelt, wo ich immer so ein bisschen drauflinsen kann, weil, ja, also ich bin kein Freund von Excel-Tabellen, ne? Also in den von mir betreuten Projekten, da verliert man sich dann schon mal ganz gerne in sowas. So, 180 würden wir anliefern. Der Faktor ist 3. So, ich trinke mal gerade einen Schluck. Ah, das wird so dunkel nachts, ne? Mann, Mann, Mann. Würde Peter Zwier gerade sagen. So. Und für einen Verarbeitungszyklus habe ich mir notiert. Das ist aber wirklich dunkel. Ich glaube, wir machen mal wieder hell, weil wir gerade hier wirklich rangieren. Das tut mir leid. Ihr könnt es ja für euer Let's Play zu Hause, was ihr für eure Katze und euren Hund spielt, das könnt ihr natürlich gerne in der Nacht lassen. Ich glaube, das ist der Sichtbarkeit des Projektes hier nicht zuträglich, wenn ihr hier gar nichts seht. Was ist denn hier jetzt? Hä? Ist der weitergerollt? Ja, geil, wenn du mal nicht andere Sachen nebenbei machen würdest, wäre dir das aufgefallen. Ja, aber warum denn? Verstehe ich jetzt nicht. Wann ist der denn weitergeholt? So. Gut. Aber Roheisen waren wirklich nur 3, ne? Nicht, dass wir da falsch liegen. Ja, ich weiß gar nicht, hatten wir eigentlich auf der Gamescom Käume auch gefragt wegen den Upgrades? Also, dass es zum Beispiel möglich wäre, das ist von mir so eine Idee, dass es möglich ist, sagen wir mal, diese Umladeplätze hier aufzurüsten. Das wäre irgendwie ganz cool, ne? Wenn man das etwas entspannter angehen. So. Was muss ich denn da jetzt noch an meiner Berechnungstabelle ändern? Jetzt habe ich gerechnet. 3 Input, F2 Hopper. Wir fahren mal ein bisschen vor. So. Volumen pro Wagen 6 hat sich halbiert. Das heißt, wir brauchen nicht mehr 30 Wagen für eine Fahrt. So. Können wir schon mal wieder ein bisschen in die Bremse reingehen. Ich bin ja auch gespannt, ob es dann irgendwann wirklich möglich sein wird. Das Modding ist halt so ein Problem. Bei Unity brauchst du immer DLL-Injection oder irgendwas, ne? Es ist vom Unity jetzt nicht so vorgesehen, dass du da einfach so vorwerken kannst. Und Unity hat ja gerade ganz andere Probleme, ne? Die haben sich ja gerade so unbeliebt gemacht. Wahnsinn. Also das kann sein, dass die abgeschafft werden, ne? Wenn das so weitergeht. Das ist krass. Weiß nicht. So vom Gefühl her hätte ich gesagt, so die Entwicklerumgebung Nummer 1, ja, total nice. Und ja, dann so ein Salat, so. Passt das? Zack. Einfach dann auf einmal pro Unit was verlangen und so. Was früher dann halt nie der Fall war, ist halt schwierig. Das ist halt schwierig. 2 mal 10 sind 20, 5 mal 8 sind 40, 1 mal 6 sind 6, 1 mal 3 sind 3, 10 mal 3 sind 30, 1 mal 10 sind 10, 3 mal 10 sind 30, 30 mal 60. 15 Wagen hiervon fahren. Statt 30. Passt. Ja, da könnte ich mir hier vielleicht, wenn
Ich hoffe ja, dass Extended wieder hergestellt wird. Ansonsten müssten wir uns auch hier wieder so Markierungen hinmachen oder hier diese Punkte merken. Ne? Die Geschichte habe ich ja schon so oft erzählt, dass ihr die selbst mit aufsagen könnt. Ja. So, und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 von 15. Das heißt, für eine ganze Fuhre, also eine Berechnungsfuhre, ich habe das immer so gemacht, dass ich das zur kleinstmöglichen Nennereinheit runtergebrochen habe. In dem Fall ein Hopper mit Kohle. Ja, der hat 10 Kohle drin. Das heißt, wir würden mit einer Fuhre sozusagen 30 ranschleppen. Und dann brauchen wir eine Einheit von Kohle. Ach, jetzt geht diese Rechnerei mit Garderobe wieder los, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse das lieber. Aber jedenfalls der Punkt ist, ich habe es auf die kleinstmögliche Einheit runtergebrochen und mir das so ausgerechnet, damit wir dann wissen, wie viel Wagen würden wir denn von den anderen Sachen brauchen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, demnächst wird es ohnehin so sein, dass wir einfach losflitzen und dann gucken, was fehlt, und dann wird ein gesamter Zug mit XY wird dann da rangekarrt. Und wir müssen ein 2 Meter zurück. Und dann einfach nach Gutdünken aufgefüllt. Denn das Problem ist, die Lagerkapazität da ist gar nicht so hoch. Ne? Also ich glaube, hier bei dem Eisenwerk ist eher das Problem der Lagerkapazität. Und deswegen, ne? So. Das, Wenn mit meiner Berechnung wir das nämlich machen würden und ich würde das alles in einem anliefern, dann passt dieses ganze Ding gar nicht. Das könnte ich vielleicht meine Tabelle auch noch berücksichtigen. Dass ich sozusagen nicht davon ausgehe, was die kleinste Einheit ist, die wir dann so anliefern, sondern was ist die maximale Füllmenge der jeweiligen Station. Und bei Bauholz war es, glaube ich, 50. Ja, das, ja. Wäre dann sehr schnell voll. Hier müssen wir auch schon wieder nachlegen. Erinnert ihr euch noch am Anfang der letzten Staffel? Ich hatte ja sehr viel hin und her gefahren. Da war hier der ganze Fluss voll. Und, ja, also der Fluss. Und, ja. Jetzt ist schon fast wieder alles leer. So, nochmal eine riesen Ladung Scheitholz mal runterfahren. Ja, Balken. Balken nochmal zur Eisenmine. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall längere Züge. Da könnte man zum Beispiel, oder man könnte sagen, ne, wir machen den Zug dann so lang, dass mit einer Ladung einmal die Eisenwerkstatt sozusagen voll wird. Eisenwerkstatt, sag ich immer. So. Na, dann ist schon ein relativ schwerer Zug dann hier, ne? Jetzt muss ich nur überlegen, wie die Gleisstellung, ne? Das war so einfach. Jetzt, ja. Mal gucken. Kriegen wir hin. Lohnt sich auf jeden Fall immer ganz bei mir, bis zum Ende dran zu bleiben. So. Machen wir eben nochmal gucken hier. Ist die denn warm genug, Mäuschen? Naja, geht so, ne? Dann legen wir hier nochmal eine schöne Decke über die Füße. Strickdecke. So. Ja, ich weiß nicht. Manchmal überdenke ich meine Lebensentscheidungen. Ja, das als erwachsener Mann in einem einsamen Raum mit Leuten sprechen, die er nie sehen wird. Und gleichzeitig mit Lokomotiven in einem Computerspiel zu reden. Ich bin mir sicher, nicht jeder wird das in seiner Vita stehen haben wollen. Und dabei noch vorführen, dass er nicht rechnen kann. Das kommt noch dazu. So. Jedenfalls, wir sind jetzt hier mit, also das von der Auslastung her ideal dabei, ne? Wir sind beim Roheisen dann doch
länger unterwegs wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist. Es kann sein, dass wir da auch nochmal nachlegen müssen, aber ich würde schon gerne noch in dieser Staffel, so als kleines bescheidenes Ziel, wenn ich das mal so äußern darf, würde ich schon gerne die ersten Werkzeuge noch verkaufen. So als kleiner, wie nennt man das? Erfolgsmoment, den wir da mitnehmen, ne? Finde ich schon schön. Ach, und da war sie, unsere erste Strecke. Das war schon schön, ne? So. Bergab geht's ja bekanntlich immer schneller. Und dann haben wir hier gleich das Problem mit den Weichen etc. Ich glaube, ich werde wirklich vom Bahnhof anhalten und einmal den Weichenweg legen. Das ist ja so eine Geschichte. Normalerweise würdest du das ja im Multiplayer spielen. Sehe aber weit und breit niemanden, der das mit mir spielen könnte, der entsprechende Vereinbarungen mit der Garderol Online Media getroffen hat, damit das auch funktioniert. Ihr wisst ja, in Deutschland ist es nicht so einfach, einen Gast in einem Format online zu haben, wenn man so wie ich ist, dass man sich dann in alle möglichen Richtungen rechtlich absichern will. Eieieiei. Samson Tiffy, ja, von Bödefeld. So, pass auf. Hier einmal die Bremse rein. Und alleine schon, weil, dass wir nicht schneller laufen können jetzt, ne? Das ist echt nicht gut. Und dann würde ich sagen, mit dem hier ist alles richtig. Wir müssen ja hier nur eine Durchfahrtsstrecke haben. So, und hier hätte es wahrscheinlich schon gescheppert. Da machen wir einfach mal den hier. Oh, ich kann mich noch erinnern, da hatte ich hier die völlig dreiste Idee, dass wir hier diesen Bahnhof das zum Abladen das hier höher stellen. Da wurde ich berichtigt, ey, das ist alles schon auf der Höhe, es hat die Höhe, die es braucht, um perfekt abgeladen zu werden. Was du da gemacht hast, war nicht gut. So, weißt du Bescheid. So. Einmal hier rum. Das sieht gut aus. Aber so ist das, ne? Wir sind ja so ein ganz kleiner Privatbahnbesitzer. Das sieht man auch an den Bauten, die hier schon so stehen, dass wir da ganz klein und bescheiden sind. Und ja, da müssen wir halt auch mal zu Fuß hier über unser Gelände latschen und entsprechend die Sachen einstellen. So, das passt aber alles hier. Gut. Haben wir das auch. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denkt gerne darüber nach, mich bei Plus zu unterstützen, denn ja, in dieser Staffel extra lange Folgen als kleines Dankeschön für die Unterstützer auf Plus. So habt ihr was davon, von den Leuten, die auch fleißig bei Plus unterstützen und ja, könnt dann auch mal überlegen, ob ihr das auch machen wollt. Ne? Halbe Pizza im Monat und dafür alles komplett werbefrei, sofort am Stück schauen, allerbeste Qualität und ab Stufe 2 sogar runterladen und gucken, wo du es selber willst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.